Lichtblicke, so sind die diesjährigen Adventsandachten überschrieben. Passend dazu hat die Künstlerin Kerstin Ruhmann Lichthüten gestaltet. Diese Lichttüten sollen Hoffnungszeichen sein. Sie bringen Licht und Hoffnung in die Adventszeit, trotz allem, was uns im großen Ganzen und vielleicht auch im Kleinen persönlich beschwert. Diese Lichttüten sind Zeichen. Denn wir brauchen nicht nur Licht, wir selbst können auch Licht in die Welt bringen. Weil das göttliche Licht in uns wohnt. Wir setzen Lichtpunkte in die Welt, in der wir leben, durch Zuversicht, Dankbarkeit, Freude und Frieden um uns und in uns. Heute geht es um den Lichtblick Zuversicht. Dazu wird uns ein Wort aus der Bibel als Überschrift gesetzt. Und zwar aus Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Lebendiger Gott, du bist Licht und in dir ist keine Finsternis. Komm und vertreibe alle Dunkelheiten in und um uns. Lass es hell werden in uns. Lass es hell werden in dieser Welt, immer wieder und immer mehr. Wir sehnen uns so sehr danach. Wir warten auf dein Kommen, wir warten auf dein Licht. Erleuchte und bewege uns. Amen. Davon singt auch das nächste Lied, O komm, du Morgenstern, aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 19, die Strophen 1 und 2. Wir hören die Schriftlesung aus Jesaja 9,
die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Nun gibt es Impulse für diese Adventswoche, die jeder für sich bedenken kann. Was macht mich zuversichtlich? Wer braucht meine Zuversicht? Ich bin zuversichtlich, dass... Lassen Sie diese Worte auf sich wirken. Schreiben Sie sich vielleicht auch auf, was in dieser Woche wichtig ist für Ihre Zuversicht. Zuversicht. Das ist ein starkes Wort. Zuversicht, das sind keine politischen Parolen oder Programme wie "Das schaffen wir". Zuversicht ist mehr noch als Sehnsucht, und mir scheint Zuversicht auch stärker zu sein als Hoffnung. Zuversicht, da steht das Wort Sicht drin, sehen. Wenn jemand so festes Vertrauen hat, dass etwas klappt, dann sehen wir das an seinem Gesicht. Zuversicht spiegelt sich im Gesicht eines Menschen wider. Und zwar kein Zweckoptimismus, der alles nur positiv sehen will, sondern ein begründetes Vertrauen. Ja, alles wird gut, auch wenn es noch nicht so aussieht. Die Worte Jesajas, die wir gerade gehört haben, die stoßen dieses innere Vertrauen an. Eine Prophezeiung, dass alle Dunkelheit ein Ende hat und das Licht kommt. Wenn es heißt, es scheint hell über denen, die im düsteren oder finsteren Land wohnen, dann geht, finde ich, der Blick unweigerlich nach oben. Dann sehe ich die Menschen zu den Sternen hinaufblicken und hoffen, so wie ich das manchmal abends auch mache. Die Zeiten ändern sich, der Himmel bleibt und alles wird gut werden. Ja, alles wird gut werden. Folgerichtig ist natürlich auch der erste Lichtblick ein blauer. Himmelsfarben mit vielen kleinen Sternen. Wenn wir die Tüte langsam drehen, dann sehen wir, worauf die Zuversicht gebaut ist. Ein Himmelszeichen. Nicht nur die Sterne, sondern ein Regenbogen. Dieser Regenbogen steht für Gottes uraltes Versprechen. Ich lasse euch nie im Stich. Auch wenn es noch nicht hell ist, es wird wieder hell werden. Du darfst an Wunder glauben. Die Worte Jesajas, die nicht nur für uns, sondern auch damals etwas Orakelmäßiges haben, sie sind wahr geworden. Jesaja kündigt damals seinem Volk die Rückkehr aus dem Exil an. Was er nicht wusste und nicht ahnen konnte, rund 500 Jahre später wurden sie auf eine ganz andere Weise wahr. Da wurde in der Dunkelheit des Stalles von Bethlehem ein Kind geboren,
dass der Lichtblick für die ganze Welt werden sollte. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte mich nicht. Lasst uns zuversichtlich und furchtlos durch diese Zeiten gehen und das Lied auf den Lippen haben. Meine Hoffnung und meine Freude. Aus den neuen Liedern die Nummer 180. Lasst uns beten. Mitten im Dunkel dieser Tage warten wir auf dein Licht, Gott. Mitten im Dunkel dieser Tage gehen wir auf Empfang, ersehnen dein Hoffnungswort. Zuversicht brauchen wir. Weite du unseren Horizont. Lebenskraft brauchen wir. Stärke unsere Herzen und Hände. Lass uns Hoffnungsmenschen sein in deinem Namen. Breite dein Licht aus durch uns. Amen. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 56, die Strophen 1 bis 3. Wir bitten um Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass dir selbst in dunklen Zeiten die kleinen Sterne auffallen, die glitzern und leuchten, unbeirrt von dem, was finster ist um sie herum. Ich wünsche dir das Vertrauen, dass der Morgenstern schon am Himmel ist, auch wenn du ihn noch nicht siehst. Ich wünsche dir die Zuversicht, dass das Licht wächst, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat zu dir. Amen.